Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es sind 4 Wochen um und in meiner Packstation hat wieder was drin gelegen. Und zwar die Boosterbox und ist diesmal ziemlich schwer. Mein Lebensgefährte ist heute auch wieder mit dabei. Sag mal hallo, Hallo, Stefan. hallo. Hallo, hallo. Der Mann hinter der Kamera. Ja, der Mann hinter der Kamera. Ich werde einfach mal, wir fangen einfach mal an. Ich mache die Box auf und dann gucken wir mal, was da so drin ist. Wie immer. Ich hebe mal einmal hoch. Der Klebe ist noch zu, dass ihr sehen könnt. Dies ist wirklich diesmal ziemlich schwer. Ich schiebe die mal so zur Seite, die Box. Mach die mal auf. So. Halb gefüllt. So. Als erstes kommt mir natürlich dieses Informationsblättchen entgegen. Schauen wir jetzt nicht drauf. Gleich erst. So, haben wir hier noch 50% Rabattgutschein auf deine Bastelbox. Okay, wusste ich nicht, dass sowas gibt. So eine Bastelbox auf jeden Fall. Steht auch leider nicht drauf, was die Box kostet. Okay. Ja, zumindest nur die Hälfte. So, wir greifen mal rein. Was greifen wir rein? Fangen wir erstmal an. Ein Tee. Oh, ein Erdbeertee. Ja, kenne ich schon. Den habe ich schon mal gehabt, der schmeckt eigentlich ziemlich gut. Können wir jetzt leider nicht testen. Aber es ist von Teekanne. Ich kann euch den wirklich nur empfehlen, der schmeckt wirklich gut. Das ist mit Cheesecake, mit Erdbeergeschmack auf jeden Fall. Erdbeer-Käsekuchen. Aroma. Doch, ist lecker. Ich schaue mal direkt mal nach, was der kostet. 2,29 Euro kostet der Tee. Ja. Hast du den auch schon mal probiert, oder? Ich bin kein Teemann. Das ist kein Thema. Okay, machen wir weiter mit nicht essbarem, was wir jetzt probieren können. Schade. Wir haben hier 2 Knorrprodukte drin. Schaut mal, 2 Knorrprodukte kenne ich noch nicht. Einmal Knuspertopping, mediterrane Kräuter für Zucchini. Zucchini, okay, zum Überbacken. Und für Kartoffelscheiben, italienische Kräuter mit Kartoffeln. Und das machen wir eigentlich öfters, aber das mache ich immer selber. Das können wir machen, das andere kannst du weglegen, das ist Zucchini und Zucchini. Ja, Zucchini isst du nicht, ich weiß. Ja. Aber das mache ich selber immer öfters mit Estragon in Öl eingelegt und Salz, Pfeffer und Rosmarin im Bratschlauch. Ein bisschen Salz, ja. Das ist gut, das werden wir mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall bestimmt lecker. Mhm. Die kosten jeweils 99 Cent. Ja, nicht schlecht. 2 Stück haben wir auf jeden Fall davon. So, das können wir jetzt leider auch nicht probieren. Milchreis. Milchreis. Warum sagst du oi? Hast du in eine Box reingeguckt? Ja. Und dann sagst du oi. Er sagt oi. Ich habe gedacht, du meinst den Milchreis. Ja, Milchreis ist auch gut, aber. aber, du sollst nicht lenkern. Aber wir sind jetzt hier beim Dr. Oetker Milchreis. Süße Mahlzeit. Hatten wir auch schon mal. Aber ich mache lieber selber Milchreis aus Reiskörnern. Milchreis von Müller. Ja, du holst einen fertigen. Aber ja, doch. Ist bestimmt auch sehr lecker. Ja. Kostet. Du hast mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Dafür bin ich da. 1,19 Euro. Hätte auch drin sein können, Grießbrei. Aber wir haben jetzt Milchbrei. Ist schon ganz gut. Milchreis. Nicht Milchbrei, Milchreis. Doch, ist gut. Habe ich euch das gezeigt? Ja, ne? Ja. So, machen wir weiter. Jetzt machen wir mit was Gesundem weiter. Wir haben hier ein Cashew and Cookie. Oat Cookie? Ich weiß nicht. Ja. Muss ich mal gucken. Wildberries. Vegan. Ein veganes Produkt. Ist das nicht meistens vegan? Okay. Wir probieren dann einfach mal.
Der soll kosten. Ist kein Preis bei. Kann ich leider nicht sagen. Ist ja auch nur ein Werbungspaket, glaube ich. Dieser vegane, glutenfreie Keks, der aus wertvollen Biozutaten hergestellt wurde, hat eine verführend rote Farbe und einen unverständlichen Geschmack. Unwiderstehlichen Geschmack. Der sieht aus wie Hundefutter. Hundefutter? Ja, ist ja vegan. Ja, sieht aus wie ein Hundeleckerli. Wie Breckis. Aber wir teilen den gerecht. Ja, total. Warum kriege ich ja mehr? Ich möchte gerne das kleinere Stück haben. Ja. Doch, lecker. Ja. Ich mag sowas. Das ist schön. Ist okay. Mich erinnert das gerade an am Pferdestall. Aber am Pferdefutter, Platz. Ne, ist lecker. Ja. Wo gehst du hin? Er ist verschwunden. Hallo. Was hast du denn jetzt gemacht? Teller geholt und Messer wofür? Für mein Ei. So. Und jetzt machen wir gleich. Wir haben Oos auf Brot. Wie heißen die nochmal richtig? Sweet and Salty, Salted Caramel. Okay. Habe ich noch nie geholt, weil ich das immer zu teuer fand. Das kostet auch voll. Was ist das denn? Sind das Nüsse? 1,99 Euro, ich guck gerade. Ah, das sind Brezel. Brezelstücke sind das. Süß und salzig. Laugenbrezelteig ist das. Ja, steht ja da. Brezel. Amerikanisches Produkt. Wie gesagt, das war mir immer zu teuer. 1,99 Euro sind immer so eine kleine Tüte. In Amerika sagen die mal Brezel. Okay. Riechen tut's gut. Doch, lecker. Lecker. Ja, kann man essen. Ne? Doch, ist lecker. Die kosten 1,99 €. Snyders auf Hannover. Hm? Snyders auf Hannover. Okay. Lecker. Komm, mach weiter da. Jetzt mich zu meinem Euk rum. Jetzt haben wir Warner. Heißt die Warner? Männer? Manna Wiener. Okay. Die kenne ich schon, die sind auch lecker. Die sind aus Vollkorn. Die sind gesund. Vollkorn, knusprige Vollkornwaffeln aus mit Haselnusscreme. 300 Gramm. 30% weniger Zucker. Schaut mal. Er ist schon wieder verschwunden. Wo gehst du immer? Er hat schon wieder Gläser geholt. Ich weiß nicht warum, aber okay. So, müssen wir erstmal aufmachen. Geh mal her. Nein, ich bin schon groß. Die kosten 2,99 €. Bitte schön, probier mal. Es ist eindeutig zu probieren. Ich weiß, warum die schmecken. Lecker. Und? Ja, ich weiß ja, wie sie schmecken. Gut. Doch lecker. Hallo. Wir probieren nur. Ja. Das ist hier was Eingepacktes. Heidelbeermarmelade. Lecker. Wir haben hier Heidelbeermarmelade. Oh, und das auf Pfannkuchen, Schatzi.
70% fruchtreich. Wild Heidelbeere. Naturrein. Von Dabo. Heißt das Dabo? Ja, ne? 200 Gramm. Das ist lecker. Was kostet die? Was kostet die? 2,49 Euro. Ja, kannst du nichts sagen. Ist lecker. Oh, jetzt frische Waffeln. Waffeln oder Pfannkuchen dabei. Aber was kommt das aus Tirol, Österreich? Ja. Doch, nicht schlecht. Schön. Oh. So, was haben wir noch? Wir haben heute wieder so viel drin, so wie beim letzten Mal, ne? Viele süße Sachen. Machen wir was zu trinken. Oh, hohes Tee. Ja, was machst du? Schon Gläser hingestellt. Phänomenal. Von hohes C, reich an natürlichem Vitamin C plus Immun. Immun? Was ist Immun? Immun. Immun mit Zink. Für die Abwehrkräfte. Traube, Grapefrucht und Cranberry. Cranberry. Ja. Cranberry. Ja, macht Immun. Ohne Pfand. Soll kosten 1,79 Euro. Ist auch ein veganes Produkt. Wo steht das? Steht das da drauf? Ja. Tatsächlich steht vegan drauf. Ich wollte auch probieren. Und du hast hier ein eigenes Glas. So. Naja, du musst ja spülen. Jo. Ah, lecker. Doch, ist lecker. Habe ich gesagt, was er kostet? Nee, noch nicht. Ne? 1,79. Doch, ist lecker. So, jetzt haben wir. Was nehmen wir denn jetzt? Von den Kinder-Schokolade. Happy Hippo. Kannst du eins zum Probieren geben? Einen ganzen wolltest du direkt. Ja. Ja, ein bisschen süßer, ne? Deswegen trinke ich Kaffee immer nur mit Milch. Auf jeden Fall haben wir hier so 5 Stück sind da drin, 5 Riegel. Danke. Bitte. Auf jeden Fall 20,7 Gramm. Ah, 20,7 Gramm. Auf jeden Fall sehen die so aus. Süß. Eine kleine Nilpferde. Lecker. Mit Kakao drinne. Lecker. Ja. Muss man aufpassen, dass das nicht wieder zu süß wird. 1,69 Euro. So. Kann man aber nicht viele von essen, weil die im Teil süß sind. Ich zeige euch die nochmal. Doch. Sind lecker. So, jetzt haben wir, ich ziehe einfach mal das große Produkt raus. Und zwar haben wir hier von Nestle Zini Minis. Oh, die sind auch lecker mit schön frischer Milch. Sind die lecker. Ich esse gerne, ich zeige euch das mal von der Packung. Die müsst ihr euch mal holen. Die mit den Butterkeksen. Die hier. Die sind total lecker. Oh. Die hole ich mir zwischendurch immer. Die sind wirklich lecker. Aber wir essen jetzt erstmal die Zini-Minis. Nee, brauchen wir nicht probieren. Lass die doch zu. Warum? Du weißt doch, wie die Zini-Minis schmecken. Wisst ihr, wie die Zini-Minis schmecken? Ich wollte euch auch mein Gesicht zeigen. Ja, dann mal probieren. Wie lecker die sind. Okay, wir lassen die dann zu. Ausnahmsweise. Aber wie gesagt, die müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Die sind total super lecker. Die mit dem Löwen sind besser. Nein, die mit den Butterkeksen. Ja, unten so eine weiße Creme-Schokolade. Total lecker. Okay, die kosten auf jeden Fall 2,99 Euro. Aber wie gesagt, die sind mit frischer Milch. Total lecker. So, machen wir weiter. Was haben wir? Oh, Baileys. Guck, von Baileys.
Schatzi. Ja, schon wieder Erdbeere. Ich mag keine Erdbeere. Ja, dann brauchst du ja nicht probieren. Dann probiere ich das alleine. Ja, das kannst du auch alleine probieren. Das ist Baileys. Aber du musst auch mitbringen probieren. Nee, aber nicht Baileys. Aber nicht Baileys? Nein. Ja. Außer Bier trinke ich keinen Alkohol. Das stimmt doch gar nicht. Ich trinke auch Wodka. Ja, gemischt. So, ich probiere ich alleine im Teil. Auch egal. Die Herzen sind nur für dich. Ja. Hm. Hm. Lecker. Oh, 4,49 Euro hat. Dann genieß die mal. Hallo? Lecker. Hm. Schmeckt so. Wie ich mal hol von Lind, die Trüffelpralinen, die weiße Champagner-Trüffel. Habe ich bestimmt auch nicht gegessen. Lecker. Esse ich gerne. Mhm. Auf jeden Fall 90 Gramm sind hier drin. Und kosten 4,49 Euro. Doch, lecker. Okay, es bleibt mehr für mich über. So, ich gucke immer in... immer rein und ist ganz nervös. So, wir haben hier noch zwei Produkte. Ich werde ihn jetzt mal erlösen. Endlich kommt mein Oi. Ölz heißt das. Ölz. Ölz, nicht ja, Ölz. Mondspeuselkuchen. Mondspeuselkuchen. Ist auch so ein Mondspeuselkuchen. Saftiger Mond für mich. Messer und Gabel habe ich schon hier und Quatsch. Messer und Teller habe ich schon hier. Wolltest du uns ein Stück abschneiden? Mhm. Ein Stück. Ja. Auf jeden Fall kostet der 2,69 Euro. Dann schneid uns mal ein Stück ab, was auf, bevor alles auf dem Boden landet. Ein Stück für dich. Das war ein großes Stück. Ein Stück für mich. Und jetzt einen schönen, leckeren, frisch gebrühten Kaffee dabei. Mhm. Ja, ein Glas Milch. Aber der Mond, der ist richtig gut. Der schmeckt richtig nach Mond. Mhm. Lecker. Mhm. Geht nur den Mund so zu. Nö. Ich weiß, du hast soweit keine Probleme. Jetzt haben wir noch ein letztes Produkt. Und, das ist nicht so meins. Die Bonbons schon, aber ich mag den Ingwer-Geschmack nicht. Ingwer schmeckt für mich immer nach Seife. Trotzdem werden wir das jetzt probieren. Hier ist mit Ingwer und Zitrone. Mit Kurkuma. Wir probieren das einfach mal für zum Schluss. Wann ist denn mal wieder ein Bier dabei? Ja, anscheinend jetzt nicht. Letztes Mal auch schon nicht. Ist mal Alkohol, sozusagen alkoholfrei. Außer gut, die Praline war Alkohol drin, glaube ich. Ja. Ist da Alkohol drin? Natürlich, Baileys. Ja, muss dann gucken, ob hier Prozente drin sind. Alkoholprozente. Ich kann das jetzt nicht lesen, auf wie schnell. Stehen bei der Moncherie Prozentzahlen drauf? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Bitte schön. Ich habe keinen Husten, Schatz. Ist alles gut. Aber du musst mitprobieren. Ich habe noch mal einen Kuchen. Ein Seifenbonbon musst du mitprobieren, bitte schön. Ich mag kein Ingwer. Ja, ich auch nicht, aber trotzdem. Hier, du musst mitleiden. Im Mund stecken. Mmh. Das ist lecker. Nimmst du das bitte im Mund? Nein. Bitte im Mund. Er weigert sich. Was soll ich machen? Nein, durch die Zitrone ist das ganz normal. Kann man. Doch. Ist okay. Aber ist halt die Sorte des Jahres. Ich kann im Moment halt kein Bonbon essen, weil ich habe mir ein größeres Stück Kuchen genommen. Aber das heißt doch, wir wollen eine Probierbox und probieren. Also ja, muss auch alles so probieren. Naja, er hält sich jetzt am Kuchen fest, soll er machen. Dass er noch groß und stark wird.
Also, wir sind jetzt durch mit der Box. Ich muss sagen, wir haben wieder so viel teure, leckere Sachen diesmal drin gehabt. Wirklich. Ich werde euch das wieder ausrechnen. Die einzelnen Preise werde ich euch einblenden. Den Gesamtpreis werde ich euch ausrechnen. Und natürlich, was wir gespart haben. Und was die Box gekostet hat. Ich glaube, die Box kostet 15 Euro. Ich weiß es gar nicht. Nein, 15,99. Auf jeden Fall, die erste Box kriegt ihr schon für 8 Euro, glaube ich, 8,99 Euro oder so. Ich werde euch auf jeden Fall die Informationen, werde ich euch wie immer unten unten im Infotext werde ich euch was hinschreiben, was die Box kostet. Ich werde euch auch einen Gutscheinlink, da dass ihr die erste Box gratis, billiger kriegt, nicht gratis, aber billiger bekommt, werde ich euch unten verlinken auf jeden Fall. Mach dich nervös? Ja, weil du den ganzen Kuchen alleine auf isst. Ich dachte mit meinem Sexappeal. Ah, das sowieso. So. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Ja, tschüss. Ja. Tschüss Stefan, bis nächste Mal. Habt einen schönen Abend. War wieder schön mit dir. Ja, immer wieder gerne. So. Vergesst nicht den Daumen nach oben, keinen Daumen nach unten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch nächstes Mal wieder zuschaut. Wir sagen mal tschüss, bis nächste Mal. Ciao. Tschüss.